Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es ist 13:30. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Webinar 5G. Verpasst die Schweiz den Anschluss? Dieser Anlass wird von Avenir Swiss zusammen und normalerweise im Forum Raiffeisen in Bern durchgeführt. Wie Sie alle wissen, die aktuelle Lage erlaubt solche Anlässe nicht und deshalb findet dieser im digitalen Raum statt. Jetzt gegen Ende des Jahres ist die Videokonferenzmüdigkeit sicher schon weit verbreitet und freut mich daher umso mehr, dass Sie sich so zahlreich heute hier einschalten. Mein Name ist Jürg Müller, ich bin Senior Fellow, Forschungsleiter bei Avenir Swiss und werde durch diesen Anlass durchführen. Zuerst ganz kurz zu ein paar wichtigen organisatorischen Dingen. Das erste ist, bitte beachten Sie, dass dieser Anlass aufgezeichnet wird von uns, von Avenir Swiss, weil wir diesen Anlass nachher auch weiterverarbeiten möchten auf unserem Blog und darüber berichten möchten. Dann für die Zuschauer, wir hören es jetzt manchmal schon knistern und knacken. Es wäre super, wenn alle Zuschauer ihr Mikrofon auf stumm schalten könnten. Andererseits werden wir das sonst als Moderatoren auch machen. Der Grund dafür ist simpel, Sie haben am Schluss des Webinars eine Zeit, Ihre Fragen und Inputs einzubringen. Wir haben da einen großen Block reserviert und Sie können dann die Fragen einbringen mittels Chat-Funktion oder virtuellem Handheben. Ja, nun genug Organisatorisches und rein ins Thema. Bevor 5G das alldominierende, 5G, Entschuldigung, bevor Covid-19 das alldominierende Thema wurde, gingen die Wogen um 5G natürlich hoch. Und das Thema wurde damals in die Schweiz in die große Breite, in die Öffentlichkeit getragen durch die Telekom-Anbieter, die sich nämlich eine marketingstarke Aktion rund um 5G und die Ersteinführung um 5G lieferten. Und das hat dann auch verschiedene Gegner auf den Plan gebracht, die sich dann via Medien und Politik in die Debatte eingebracht haben. Natürlich beschäftigt 5G nicht nur die kleine Schweiz, sondern es ist ein globales Thema. Und auch auf globaler Ebene wird erbittert gestritten, lustigerweise einfach in eine andere Richtung. Global geht es nicht um eine Abbremsung des Ausbaus, sondern vielmehr um eine Beschleunigung. Das hat man gesehen mit dem Streit um den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei, mit welchem eigentlich dieser Technologiestellvertreterkrieg zwischen China und den USA in die Öffentlichkeit getragen wurde. Viele sehen die Mobilfunkinfrastruktur denn auch als die Basisinfrastruktur des 21. Jahrhunderts, so wie es vorher die Elektrizität war zum Beispiel oder das Eisenbahnnetz. Und auf dieser Infrastruktur soll dann die Gesellschaft, die Wirtschaft besser funktionieren können. Ja, das ist Ihnen alles bekannt, weil wir benutzen ja schon heute, das ist nicht nur Zukunftsmusik, wir benutzen ja schon heute dieses Gerätchen, das Smartphone, tagtäglich für unzählige Dinge. Die Infrastruktur ist heute schon bedeutend. Mit neuen Technologieschritten wie 5G soll sie einfach noch relevanter werden. Und wie in vielen Bereichen war die Schweiz auch bei der Telekom-Infrastruktur bisher immer erstklassig. Das Land versteht sich gemeinhin als wissenschaftlicher und technologischer Pionier und das nicht von ungefähr. Wir haben ja keine natürlichen Ressourcen und verstehen uns auch als Bildungs- und Wissensnation. Mit der 5G-Einführung, wie in der jüngeren Geschichte auch schon bei anderen Technologien zu beobachten, hat sich aber ein gewisses Misstrauen breit gemacht, das in gewissen Teilen der Gesellschaft stark verbreitet ist. Und das stimmt nachdenklich und wirft Fragen auf. Wie ist diese Entwicklung aus Sicht der Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu beurteilen? Müssen in der Schweiz die Rahmenbedingungen für den Ausbau und Betrieb der Telekom-Infrastruktur grundsätzlich neu verhandelt werden? Und steht die Schweiz weg von einem Wandel von einer progressiven Grundhaltung hin zu einer konservativen Grundhaltung gegenüber Technologie? Das sind Fragen, die ich heute mit unserer mit unseren Podiumsteilnehmern diskutieren möchte. Aber bevor ich Ihnen diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorstelle, übergebe ich das Wort an Stefan Netzle.
Stefan Netze wird eine kurze Einführung zum Thema 5G geben und er ist bestens dafür qualifiziert. Denn Stefan Netzler ist seit 2017 Präsident der Eidgenössischen Kommunikationskommission, COMCOM. Und in dieser Rolle war er maßgeblich an der erfolgreichen Versteigerung der 5G-Frequenzen für rund 400 Milliarden Schweizer Franken beteiligt. Er begleitet den Telekommarkt als Regulator eng und machte diesen Sommer von sich reden, als er nämlich Alarm schlug. Er schrieb dem Bundesrat einen offenen Brief, in dem er warnte, dass der 5G-Ausbau in der Schweiz ins Stocken gerät. Aber davon hören wir jetzt sicher mehr von ihm höchstpersönlich. Herr Netzle, ich freue mich außerordentlich, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für uns. The digital floor is yours. Danke, Jörg Müller, danke bestens. Ja, in der Tat, mit einem Brief an den Bundesrat Alarm zu schlagen, das ist ja neuerdings beliebt, wenn ich an die Spitäler, die Clubbesitzer und die Skigebiete denke. Die COMCOM war und ist immer noch beunruhigt, dass der Netzausbau für den Mobilfunk seit mehr als einem Jahr fast stillsteht. Immerhin hat die COMCOM die Frequenzen vor bald 2 Jahren im Auftrag des Bundesrats vergeben für 400 Millionen, nicht Milliarden, aber auch das ist noch viel Geld. Sie fühlt sich deshalb auch in der Pflicht, sich dafür einzusetzen, dass ihre Kunden die erworbenen Konzessionen auch bestimmungsgemäß nutzen können. Dabei hatte es im Februar 2019 doch so gut angefangen. Swisscom, Sunrise und Salt erwarben die frei gewordenen Frequenzen und machten sich sofort an den Ausbau ihrer Netze. Aus vielen Ländern, zum Beispiel aus Deutschland, kamen Anfragen, ja, wie habt ihr das so schnell und so reibungslos hingekriegt? Die erste gute Nachricht heute ist, dass 5G heute tatsächlich in weiten Teilen der Schweiz kommerziell verfügbar ist. Während in anderen Staaten Europas noch nicht einmal die Frequenzen vergeben werden konnten. Bei Lichte betrachtet ist der heutige Zustand aber eine Folge unserer hervorragenden 4G-Netze mit nahezu 100%iger Abdeckung. Die bestehende Infrastruktur konnte zunächst mit 5G-Antennen ergänzt werden. Der Bau neuer Antennenanlagen ist auch weitgehend blockiert mit rechtlichen und faktischen Moratorien in vielen Kantonen und Gemeinden. Neue Anlagen sind aber nötig aus 2 Gründen. Erstens muss die Kapazität auch für 4G weiterhin ausgebaut werden. Die Datenmenge verdoppelt sich alle 18 Monate. 4G wird auch für die nächsten Jahre das Arbeitspferd des Mobilfunks bleiben. Zweitens können mit 5G zwar größere Datenmengen transportiert werden, 5G-Antennen haben aber geringere Reichweiten. Es braucht eine Verdichtung der Netze, sprich mehr Antennen und eine Verstärkung der Sendeleistung. Warum werden denn keine neuen Anlagen mehr genehmigt? Hauptgrund ist aus unserer Sicht die Verunsicherung der Bewilligungsbehörden in den Kantonen und den Gemeinden. Verunsichert sind sie durch Proteste und Bedenken der Bevölkerung wegen der angeblich schädlichen Strahlung. Verunsichert sind sie aber auch durch die ungenügende Unterstützung durch das UVEC. Für die Messung der Antennenstrahlung sind die kantonalen Behörden nämlich auf sogenannte Vollzugshilfen des Bundes, sprich des Bundesamtes für Umweltschutz, angewiesen. Neue 5G-Antennen senden ihre Signale nur noch dorthin, wo ein Handy ist. Und nicht mehr wie ein Rasensprenger rund um die Uhr, wie die bisherigen Antennen. Aber wie misst man nun die Strahlungsgrenzen, ob die eingehalten werden? Dazu sind eben diese Vollzugshilfen gefragt, welche die neuen Technologien berücksichtigen. Aber diese Vollzugshilfen lassen seit mehr als 2 Jahren auf sich warten. Ich weiß nicht, wieso das so lange dauert. Bei früheren Vergaben lagen die Vollzugshilfen bereit, wenn die Betreiberinnen den Auktionspreis einbezahlt hatten. Ich weiß auch nicht, warum der Bund nicht gegen die Moratorien eingeschritten ist, die von einzelnen Kantonen beschlossen wurden. Auch hier hätte er guten Grund gehabt, das Heft in die Hand zu nehmen, denn Strahlung ist Bundessache. Und ich weiß auch nicht, warum die Kantone keine Bewilligung erteilen, wenn es nicht um 5G, sondern um 4G-Antennen geht, die es bei uns ja immer auch noch braucht. Immerhin die zweite gute Nachricht ist, dass unser Brief an den Bundesrat zumindest Bewegung in die Sache gebracht hat und die Vollzugshilfen den Kantonen nun Ende Januar
allenfalls Anfang Februar, endlich übergeben werden sollen. Der vorgelegte Entwurf, den wir gesehen haben, des BAFU ist zwar noch ungenügend. Er ist aus unserer Sicht noch nicht geeignet, die Blockade aufzuheben, aber wir hoffen noch auf Verbesserungen in den nächsten Wochen. Damit ist die Sache mit unseren Strahlungsgrenzen aber noch nicht gelöst. Wie Sie wissen, gelten bei uns dieselben Strahlungsgrenzen für Antennen wie in ganz Europa und in Übersee. Das sind die Emissionsgrenzwerte. Diese sind wissenschaftlich erhärtet und die stehen nicht zur Diskussion. Nun haben wir ja bekanntlich noch eine zusätzliche schweizerische Besonderheit, nämlich die Anlagegrenzwerte. Diese beschränken die Strahlung von Antennen in Gebieten, wo sich viele Menschen aufhalten, dauernd aufhalten, auf einen Zehntel des Emissionsgrenzwerts. Dieser Anlagegrenzwert hat keinerlei wissenschaftliche Begründung, erhebt auch nicht den Anspruch darauf, sondern ist die Folge des Vorsorgeprinzips im Umweltschutzrecht. Das heißt, Emissionen sind so weit vorsorglich zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich ist und wirtschaftlich tragbar. Und zwar unabhängig von messbaren Umweltbelastungen. Also ein doppeltes Sicherheitspolster nach dem Grundsatz, sicher ist sicher und nicht mehr als nötig. Der vor genau 21 Jahren, fast auf den Tag genau, mit Bundesrat Leuenberger ausgejasste Anlagegrenzwert, und es war tatsächlich das Resultat eines Jasses, war für den damaligen Mobilfunkverkehr und die damalige Technologie ausreichend. Er wurde aber seither nie mehr überprüft. Es ist also legitim, die Frage neu zu beurteilen, was heute technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist, solange wir keine Angst vor lästigen oder gar schädlichen Einflüssen haben müssen. Das aber verhindert bereits der Emissionsgrenzwert. Auf der einen Seite verlangen wir immer stärkere, leistungsfähigere Mobilfunknetze. Auf der anderen Seite sind Regierung und Parlament noch nicht bereit, diesen Anlagegrenzwert entsprechend anzupassen. Und dies, obwohl eine Erhöhung im Rahmen der international angewendeten Emissionsgrenzwerte nach heutiger wissenschaftlicher Erkenntnis keine Schädigung der Organismen zur Folge hätte. Auch die viel zitierte Arbeitsgruppe des Bundes mit dem Titel Mobilfunk und Strahlung, an der ich übrigens mitgemacht habe, ist zu keinem anderen Ergebnis gekommen. Allerdings konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu denen eben auch erklärte Strahlungsgegnerinnen und Gegner gehörten, nicht auf eine einzelne Empfehlung einigen, sondern diese Gruppe hat verschiedene Optionen erarbeitet, die zeigen, wie sich verschiedene Strahlungsgrenzen auf die Kosten und das Tempo des Netzausbaus auswirken. Wohlgemerkt, immer unter Beachtung des internationalen Emissionsgrenzwertes und eines zusätzlichen schweizerischen Schutzpolsters. Die Kontroverse um die Strahlungsgrenzen hat sich allerdings von einer biologischen zu einer ideologischen Diskussion hin entwickelt. Die 5G-Diskussion ist, wie Jörg Müller gesagt hat, stark geprägt von Vorbehalten gegen die Digitalisierung und ihren Einfluss auf unseren Alltag. Das muss man ernst nehmen. Das hat aber mit den Anlagegrenzwerten nichts zu tun. Das war der zweite Punkt in unserem Brief an den Bundesrat, nämlich die Forderung nach einer moderaten Erhöhung dieser Anlagegrenzwerte, und zwar immer noch weit unter den anerkannten Emissionsgrenzwerten, denen sie zum Beispiel ausgesetzt sind, alle von uns, wenn sie, so Gott will, irgendwann wieder einmal Ferien in Schweden, Österreich, Deutschland oder Spanien machen können. Nun, die ComCom hat nicht nur ausgerufen, sie hat auch einen konstruktiven Vorschlag gemacht. Wir müssen die gemeinsame Nutzung von Antennenanlagen fördern. Sehr oft richtet sich der Widerstand der Bevölkerung nämlich vor allem auch gegen neue Antennenmasten und nicht nur gegen neue Kästchen, die daran hängen. Kommt dazu, dass die Strahlung von mehreren benachbarten Antennen überlagert und zu einer geringeren Gesamtbelastung führen als drei isoliert aufgestellte Antennen. Das ist kein Burbetrickli, sondern ein längst bekannter physikalischer Effekt. Einzelne Kantone verlangen sogar zwingend die Mitbenutzung von bereits bestehenden Antennen, zum Beispiel Bern. Damit die Mitbenutzung aber einen echten Vorteil bringt, schlägt die ComCom vor, die Anlagegrenzwerte nicht mehr an der ganzen Antennenanlage festzumachen, das ist heute Gesetz, sondern pro Betreiber zu messen. Das ist nämlich der Hauptgrund, warum viele Anlagen nicht gemeinsam genutzt werden. Sie stehen ja schon da, weil die einzelnen Betreiber nämlich ihre Sendeleistung reduzieren müssten, damit der Gesamtgrenzwert für die gemeinsam genutzte Anlage nicht überschritten wird.
Verpassen wir den Anschluss an die 5G-Entwicklung? So lautet das Thema unserer Veranstaltung. Zunächst ist festzuhalten, dass wir mit 5G zwar schneller surfen und schneller Videos auf unsere Tablets und Smartphones herunterladen können. Aber darum geht es nicht wirklich, denn dafür wird 5G nicht entwickelt. Vielmehr geht es um neue Geschäfts- und Betriebsmodelle in der Industrie, der Medizin, der Landwirtschaft und der Mobilität. Damit solche Modelle umgesetzt werden können, ist eine entsprechende Netzinfrastruktur nötig. Das war bei allen Technologiewechseln der Fall. Zuerst kommt die Infrastruktur, dann kommen die Anwendungen und die Endgeräte. Und gerade bei der Infrastruktur, da drohen wir tatsächlich abgehängt zu werden. Zum Beispiel, wenn eine Volksinitiative, für die jetzt Unterschriften gesammelt wird, 5G schlicht verbietet. Oder wenn die Vollzugshilfen den Kantonen nicht wirklich weiterhelfen, wie das im Moment droht, was wir aber noch abzuwenden versuchen. Wenn der Netzausbau weiterhin pauschal blockiert wird und wenn die Anlagegrenzwerte weiterhin auf dem technischen Stand des Mobilfunks von 1999 verharren. Im Moment, gebe ich zu, stehen wir im internationalen Vergleich noch einigermaßen gut da. Corona und die Huawei-Diskussion haben in einigen europäischen Ländern dazu geführt, dass die Frequenzvergabe verschoben worden ist. Die Vergabe haben wir zum Glück hinter uns. Kommt dazu, dass in einigen Ländern jetzt zuerst Funklöcher gestopft werden müssen. Das müssen wir Gott sei Dank auch nicht mehr. Aber sonst geht der Netzausbau in vielen europäischen Ländern gezielt voran, zum Teil sogar mit Staatshilfe. Das ist bei uns nicht der Fall. Bleiben wir aber noch länger stehen, läuft die Entwicklung in Europa an uns vorbei. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die neuen Vollzugshilfen, so sie dann noch etwas nachgebessert werden und kreative Ideen zur gemeinsamen Nutzung von bestehenden Anlagen helfen werden, den Ausbau wieder in Gang zu bringen. Wir dürfen damit aber nicht zuwarten. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Bin ich hoffentlich, man hört man mich, super. Ja, Herr Netzle, zuerst vielen Dank für den Hinweis mit den Milliarden. Die Milliarde ist ja die neue Million in diesen Covid-Zeiten. Da habe ich mich um 3 Nullen vertan. Entschuldigung. Das mit dem JAS würde mich interessieren, aber wir starten jetzt mit der Diskussion, mit der Podiumsdiskussion. Und da freue ich mich, Ihnen jetzt die 4 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorstellen zu dürfen. Ich begrüße ganz herzlich Frau Mariona Schlatter. Ich hoffe, sie ist irgendwo im Bild. Man sieht sie dann nachher sicher, wenn sie sich zu Wort meldet. Frau Schlatter ist seit 2019 Nationalrätin für die Grünen und dort auch in der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen, KVF. Die Soziologin und Pilzsammlerin, Pilzkontrolleurin, war lange Präsidentin der Grünen im Kanton Zürich und präsidiert den Fachverband Fußverkehr Schweiz. Kollege von Frau Schlatter, sowohl im Nationalrat als auch in der KVF, ist Herr Kurt Fluri von der FDP, den ich ebenfalls hier herzlich willkommen heiße. Herr Fluri ist seit über 25 Jahren auch Stadtpräsident von Solothurn und kann in dieser Rolle eben auch die Sicht einer anderen Staatsebene einbringen, zumal er auch noch den Städteverband Schweiz präsidiert. Aus der Wissenschaft darf ich Professor Dr. Michael Hengartner begrüßen, seit diesem Jahr Präsident des ETH-Rats. Er ist Experte auf dem Feld der Biochemie und hat schon in früheren Jahren als Rektor der Universität Zürich den digitalen Wandel der Hochschullandschaft Schweiz geprägt und gefordert. Last but not least begrüße ich ganz herzlich Frau Marianne Janik als Vertreterin der Wirtschaft. Unser heutiger digitaler Anlass funktioniert nur dank Technologie aus Ihrem Hause. Wir nutzen nämlich hier das Programm Teams von Microsoft und Frau Janik war seit 2015 CEO von Microsoft Schweiz. Seit November ist sie nun CEO Deutschland für Microsoft. Dazu gratuliere ich Ihnen ganz herzlich und nochmals vielen Dank, dass Sie sich trotz diesem Wechsel Zeit nehmen für diese Schweiz-zentrierte Diskussion. Vielen Dank.
Ja, wie Sie sehen, bei dieser Podiumsvorstellung haben wir bewusst die beiden Extrempositionen nicht eingeladen. Sie finden keine extremen 5G-Mobilfunkgegner und auch keine Telekom-Anbieter. Das wurde so gewählt, damit wir hier eine Diskussion in der breiten Mitte führen können. Und ich möchte jetzt diese Diskussion starten, und zwar zuerst mit dem, was auch Herr Netzle angesprochen hat schon, dass 5G eben nicht das Ziel hat, dass man das Katzenvideo noch schneller herunterladen kann, sondern dass es diese Infrastruktur ist für neue Geschäftsmodelle und für neue Lebensformen, Lebensmodelle. Und da möchte ich unsere Podiumsteilnehmer als erstes fragen, wie denn die Mobilfunkinfrastruktur ihr Bereich verändert und was sie sich von der Zukunft erhoffen. Frau Jannik, Microsoft, der Otto Normalbürger wie ich, wir kennen Microsoft von Word, von PowerPoint, von Office. Da sieht man die Verbindung zum Mobilfunk nicht auf den ersten Blick. Wie hat diese Infrastruktur Ihr Geschäftsmodell schon verändert? Und wie glauben Sie, wird 5G und die nächsten Technologieschritte dieses Geschäftsmodell verändern? Vielen Dank für Ihre Frage, Herr Müller. Und ich denke, wir haben vor allem in der Krise, in dieser, ich würde mal sagen, Remote Everything, 90% Economy, noch stärker gemerkt als Unternehmen, wie wichtig, ich sag mal, digitale Infrastrukturen und insgesamt auch natürlich auch Mobilfunknetze, welche Bedeutung sie haben, weil wir haben in den ersten Wochen wirklich 24/7 Nachfragen gehabt, die sehr, ich würde mal sagen, unspezifisch waren. Im Sinne, ich kann jetzt nicht zugreifen, ich brauche die Dinge, ich sehe die Dinge nicht so, wie ich sie gerne hätte. Also es war sehr viel Unspezifisches an Nachfragen von Kunden. Und das hat am Ende auch dazu geführt, dass wir viel stärker diese Diskussion geführt haben, was ist eigentlich Lösung, was ist Dienstleistung und was ist Infrastruktur? Weil ich glaube, wir haben zum Teil die Beurteilungsfähigkeit verloren, weil wir diese Dinge ja einfach nutzen, was da eigentlich erforderlich ist, um gewisse Dienste und Dienstleistungen zu nutzen, aber auch viel wichtiger dann in der Krise für viele Unternehmen, diese Dienste auch anzubieten. Um Beispiele zu nennen, wir haben im Gesundheitswesen sehr stark diesen Bedarf gehabt, zum Teil auch sehr, ich würde sagen, komplex zu sagen, wir brauchen, und das war nicht nur in der Schweiz, sondern wir brauchen die Möglichkeit, auch mit Augmented Reality in gewisse Operations- und operative Szenarien hineinschauen zu können. Wir brauchen natürlich die Möglichkeit, in irgendeiner Weise remote Dinge anschauen zu können in einer bestimmten Qualität. Wir haben es in der Supply Chain gesehen, wir haben es vor allem im Bereich Wartung und Service gesehen. Die Nachfrage steigt konstant. Ich meine, es gab ja sehr viele Prognosen, wann wir sozusagen eine verbesserte Mobilinfrastruktur wirklich brauchen werden. Viele der Prognosen, auch der Marktpotenzialeinschätzung, sind ja immer so 2025, 2027. Und ich denke, das Thema steht jetzt an. Also wir haben jetzt durch die Krise nochmal eine enorme Beschleunigung bekommen an Nachfrage und an unterschiedlichsten Use Cases, die bei weitem nicht in diesem Bereich, ich kann schneller runterladen, ich kann Netflix oder ich kann ein Spiel schneller spielen, sondern in essentielle Bereiche unseres Lebens, wo klar geworden ist, wie wichtig diese kritische Infrastruktur für den Fortbestand der Wirtschaft auch in der Schweiz ist. Ja, das ist sicher ein Steilpass für Herr Fluri, der ja als Stadtpräsident eine Stadt managen muss. Und eine dieser Applikationen, wo sie genannt hat, essentielle Applikationen auf dieser Infrastruktur, was man immer hört, ist Smart City. Und Herr Fluri, meine Frage in Solothurn, ist das schon ein Thema? Inwiefern ist diese Basisinfrastruktur schon Teil des Stadtmanagements geworden? Also guten Tag miteinander.
Besten Dank für die Einladung. In der Stadt Solothurn oder generell die Städte sind natürlich gefordert in dieser Situation. Und das Stichwort Smart Cities hat Einzug gehalten. Ich darf erwähnen, neidlos, dass die Stadt St. Gallen hier am weitesten ist. Sie ist auch schon ausgezeichnet worden diesbezüglich. In unserer Stadt beschränkt sich diese Forderung vorerst auf die Tätigkeiten der städtischen Werke, also der Regio Energie Solothurn, die das vorantreibt. In der Stadtverwaltung haben wir jetzt Zeit und Gelegenheit gehabt, während dem März dieses Jahres unseren Behördenverkehr eben so abzuspielen, ohne physische Präsenz. Und das hat sich gut eingespielt. Das war eigentlich eine gute Spielwiese, um das einmal zu praktizieren. Soweit hat sich bewährt. Abgesehen davon, von den Nachteilen, die auch bekannt sind, der zwischenmenschliche Austausch, das Informelle vor und nach den Sitzungen, das muss anderweitig passieren. Das kann man nicht einfach so von einer physischen Sitzung zu einer virtuellen Sitzung transplantieren. Aber insgesamt hat diese Phase oder bringt diese aktuelle Phase sicher einen Schub in Richtung Smart Cities. Ja. Also Sie haben jetzt die Werke eben erwähnt, also wirklich dieses Order Keeping in einer Stadt. Da kommt das Thema Umweltschutz auch immer wieder auf. Ich weiß, in UK haben gewisse Mülltonnen einen Sensor drin, der sendet, wenn er voll ist, das ist das klassische Beispiel. Und dann müssen eigentlich weniger Fahrten mit dem Müllauto gemacht werden und so können halt CO2 eingespart werden und Ressourcen. Frau Schlatter, für die Grüne Partei Umweltschutz, wie sehen Sie die Chancen schon heute mit der Mobilinfrastruktur, dass man auf dieser Infrastruktur eine nachhaltigere Gesellschaft sozusagen zulassen kann? Und was erhoffen Sie sich von einer Verbesserung der Infrastruktur für den Umweltschutz und für eine nachhaltigere Lebensweise? Ja, grüezi miteinander. Ich freue mich sehr, hier teilnehmen zu können. Besten Dank für diese Frage. Ich glaube, dass man vielleicht ganz grundsätzlich sagen muss, dass die Digitalisierung und die Datenübertragung natürlich sehr, sehr wichtig sind, auch für den Umweltschutz und ganz viele Chancen und Innovationen für die Umwelt auch stattfinden. Oder es fängt an dabei, dass wir jetzt eine Videokonferenz machen können, statt dass wir ins Flugzeug steigen und hört vielleicht auf bei einer App, die das Mobilitätsverhalten verändern oder monitoren kann. Und Sie haben gerade das Beispiel genannt mit den Mülleimern und ich wage mir hier gar nicht auszudenken, was hier alles noch auf uns zukommt. Ich möchte trotzdem einen vielleicht etwas kritischen Rahmen geben, weil wenn man über Fortschritt für die Umweltpolitik spricht, muss man halt auch immer über den Rebound-Effekt sprechen. Und gerade bei dieser Geschichte um die Datenmenge spricht ist dieser Rebound-Effekt eben ganz wichtig. Und wenn man anschaut, wie die Datenmengen gewachsen sind in den letzten Jahren, das wurde jetzt schon auch angesprochen, oder 40-fache Datenmenge in den letzten 7 Jahren, muss man sagen, dass diese Datenmengen nicht für die Innovation verwendet wurden, sondern eben zu einem sehr großen Teil für, damit man Filme anschauen kann auf dem Handy in besserer Qualität. Und ich denke schon, das darf nicht das Ziel sein aus meiner Sicht, dieses Fortschritts, dass man einfach noch mehr am Handy ist, dass man die Filme in noch besserer Qualität streamen kann. Und hier bin ich darum auch ein bisschen kritisch, dass man dieses unbegrenzte Wachstum der Datenmengen auch in einen Rahmen bringen kann in der Diskussion auch. Super, vielen Dank. Innovation haben Sie genannt, denn es sei nicht nur für Innovation genutzt worden, sondern eben für das vielbesagte Katzenvideo. Jetzt der Master von Innovation als jetzt der neue Präsident des ETH-Rats, Herr Hengartner. Wie wichtig ist diese Infrastruktur für eine Hochschule, um Forschung zu betreiben, um hier am Puls der Zeit bleiben zu können? Und wenn man sich halt das ein bisschen vorstellt, man denkt sich manchmal den Forscher noch so ein bisschen in diesem Kämmerchen mit Reagenzgläsern und denkt sich da nicht, dass diese Mobilfunkinfrastruktur so zentral ist. Stimmt dieses Bild noch? Und was glauben Sie, wie wird sich diese Mobilfunkinfrastruktur künftig noch auf den Wissensstandort und Forschungsstandort Schweiz auswirken? Vielen Dank, Herr Müller. Grüezi miteinander. Auch ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen.
Ja, 5G bringt natürlich ganz unterschiedliche Verbesserungen mit sich. Nicht nur die höheren Datenvolumen, die schon angesprochen wurden, aber auch einen tieferen Energiebedarf, kürzere Latenzzeiten und alle diese Eigenschaften bringen neue mögliche Anwendungen mit sich. Hier vielleicht zwei Beispiele. Die tiefe Latenzzeit und die hohen Datenvolumen können in Zukunft Telemedizin viel besser unterstützen. Also man kann sich vorstellen, und es gab schon ein positives Beispiel, dass sie neue Operationen von Ferne durchführen können. Also die Chirurgin ist im Medizinzentrum. Der Patient, der notfallmäßig operiert werden darf, ist in einem Lokal. Spital, wo die Maschine zwar da ist, aber die Kompetenz nicht vorhanden ist, jetzt kann man remote, kann man durch Roboter die Operation durchführen. Im Bereich Umwelt, ein weiteres Beispiel, wo wir sehr schöne Entwicklungen erhoffen. Sie wissen, mit dem Klimawandel schmilzt der Permafrost, die Hänge kommen in Bewegung. Wir müssen diese messen, um frühzeitig zu sehen, ob ein Murgang oder so etwas sich vorzieht. Das heißt, wir platzieren jetzt auf diesen Hängen Sensoren. Und diese Sensoren müssen natürlich Energie verbrauchen und da müssen sie regelmäßig die wieder zu warten. Bis jetzt hat man eigene Netzwerke aufgebaut. Neu könnte man einfach das Mobilfunksystem brauchen und diese Sensoren einmal platzieren und dann hätte man über längere Zeit sehr präzise Daten. Also hier zwei Beispiele. Ich glaube aber, dass die wichtigsten Anwendungen eben, wie schon erwähnt, heute noch gar nicht da sind und man sich die nur ganz theoretisch überlegen könnte. Ich bin Velofahrer. Ich würde mir wünschen, dass dank IoT die Autos und die Velos so vernetzt sind, dass wenn ich zufälligerweise auf der Straße umfalle, dass sofort ein Signal an die Autos in meiner Umgebung gehen, dass sie bremsen, bevor sie mich überfahren. Das ist etwas, das jetzt mit dieser Latenzzeit viel, viel schneller stattfinden kann. Und wegen der tiefen Energiebedarf muss ich nicht jeden Tag das Maschinchen aufladen. Das könnte man einfach einmal an die Batterie anplatzieren und da wird ihn gemacht. Beispiel, wie da sogar ein persönlicher Benefit für den Forscher oder die Forscherin da drin wäre. Auch im Labor natürlich, die Maschinen müssen miteinander verbunden sein. Ich glaube, es ist einfach heute viel einfacher, über das Netz zu gehen, als physisch mit dem Stecker dran zu gehen. Auch dort, sogar im Labor, wird es noch viele weitere Entwicklungen geben. Ja, vielen Dank. Ja, das Beispiel mit dem Hang ist fast ein Paradebeispiel für eben Basisinfrastruktur. Es ist wie ein Stromnetz, das da ist und für alles Mögliche gebraucht werden kann. Man muss die Infrastruktur nicht wieder neu aufbauen. Jetzt haben wir verschiedene Sachen gehört, wie Sie gesagt haben, die wirklichen Innovationen, die wissen wir noch gar nicht. Das wird vielleicht gerade in einer Garage daran gewerkelt. Wir haben von Frau Schlatter auch kritische Stimmen gehört. Und gerade im politischen Diskurs und in der medialen Debatte hört man diese kritischen Stimmen oft. Und ich möchte jetzt ein bisschen die Debatte umlenken. Jetzt ist, glaube ich, mein Bild ausgestiegen. Sehe ich das richtig? Dann versuche ich das wieder hinzukriegen. Sehr gut. Jetzt sind wir wieder da. Entschuldigung für diese technische Störung. In einer Studie von der Stiftung Risikodialog im Rahmen des Digitalbarometers 2021 wurde die Sicht der Bevölkerung auf verschiedene Themen untersucht und unter anderem auch auf 5G. Und da hat sich gezeigt, dass eigentlich viele Leute sich nicht so für das Thema interessieren, aber die sich dafür interessieren, enorm polarisiert sind. Und eben da kommen die Vorwürfe von Lobbywissenschaft und von Verschwörungstheorien von den anderen. Und zuerst zu den beiden politisch stark exponierten Personen, den beiden Nationalräten. Wie sehen Sie das? Ist 5G anders? Wurden Sie jetzt bei diesem Thema anders angegangen von Bürgeranfragen, von Bürgerinnen auf der Straße? Ist das Thema qualitativ anderer Natur oder ist es generell so, dass die politische Debatte polarisierter geworden ist? Frau Schlatter, wie ist es bei Ihnen im politischen Alltag? Ja, also ich würde schon sagen, dass dieses Thema, ich würde sagen, ja, besonders heiß diskutiert wird. Das zeigt ja schon nur, dass es 5 Initiativbegehren gibt, die in der Lancierungsphase oder bereits in der Sammelphase sind. Das zeigt, dass dieses Thema eigentlich sehr bewegt und auch die Grünen natürlich insbesondere wurden sehr viel angeschrieben von besorgten Bürgerinnen und Bürgern, die sich
ja, mit dem Thema 5G auseinandersetzen. Meist sehr oberflächlich, muss man sagen. Also hier fehlt auch viel Wissen bei den Leuten, worum es wirklich geht. Und ja, ich denke schon, das muss man ernst nehmen, dass diese Verunsicherung in der Bevölkerung ist. Und man muss schon ein bisschen auch, finde ich, differenzieren, was denn die Leute verunsichert. Und es wurde ja vorher schon angesprochen, es ist natürlich schon auch zu einem großen Teil der Einfluss der Digitalisierung auf unseren Lebensstil. Also es ist mehr eine gesellschaftliche Frage als eine technische Frage auch. Und dass viele Leute halt wirklich auch das Gefühl haben, noch mehr Digitalisierung, noch schnellere Handys, das verändert unsere Gesellschaft in einer Art und Weise, die sie nicht wollen. Mhm. Ja, das ist eine super Überleitung nachher für die Diskussion. Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, ist nochmal organisatorischer, technischer Natur. Ich glaube, wenn Herr Storni, Bruno Storni, die Kamera ausschalten würde und Frau Isabel leider nur mit Vorname, dann würde man jeweils immer die Panelisten sehen im Bild. Und ich glaube, das wäre für die Zuschauer ein besseres Erlebnis. Herr Storni, aber sonst machen wir weiter. Sie haben jetzt angesprochen, eben, es ist eigentlich ein Pass pro Toto. Es geht eigentlich um die Digitalisierung, aber man macht es jetzt an dieser neuen Einführung fest. Bevor wir hier weiter diskutieren, Herr Fluri, wie ist es als Stadtpräsident? Da ist man ja auch exponiert und in der Stadt werden Antennen aufgestellt. Ist das Thema auch, wie jetzt Frau Schlatter gesagt hat, besonders? Oder nehmen Sie es wahr, wie wenn man eine neue Straße baut, dann gibt es Leute, die sich aufregen und Leute, die nicht. Oder ist es qualitativ anders? Ich nehme das Ganze anders wahr als Frau Schlatter. Ich werde natürlich als Behörde angesprochen, gleich oft, aber offenbar von anderen Kreisen. Bei mir ist ganz klar der gesundheitliche Aspekt, der im Vordergrund steht. Nicht die Furcht der zunehmenden Digitalisierung des Lebens, sondern viele Zuschriften erreichen uns eben der Hinweis auf gesundheitliche Beschwerden aus dem Bekanntenkreis und irgendwelchen Berichten, die zitiert werden. Es ist etwas Ähnliches wie zurzeit die laufende Diskussion über die Covid-Geschichte. Ist das alles, im Moment ist diese Diskussion zwar etwas auf tieferem Niveau, rein quantitativ, wegen der steigenden Zahlen, aber auch, es gab nach wie vor Personen, die sagen, ja, das ist eine schwere Grippe. Und bei der 5G-Diskussion dreht sich auch das um die Gesundheit. Symptomatisch, ich möchte das Ganze nicht lächerlich machen, aber wir haben hier die klare Haltung der WHO, die sagt, es gibt kein spezielles gesundheitliches Risiko. Sie klassieren dieses Risiko auf einem Niveau 2B, völlig harmlos, vergleichbar mit anderen Produkten, die man konsumiert oder einatmet. Aber es ist schon symptomatisch, dass ich beispielsweise aus einer Anwohnerschaft einen Hinweis erhalten habe, also eine Mobilfunkantenne errichtet worden ist. Diese Quartierbewohnerin hat Kopfweh seit diesem Tag. Aber die Antenne war noch gar nicht in Betrieb. Wie gesagt, ich möchte es nicht lächerlich machen, aber es gibt gewisse psychosomatische Zusammenhänge, die hier offenbar spielen. Aber die Wissenschaft ist hier bei vielen Personen auf einem verlorenen Posten, weil sich diese Leute das so fix eingeredet haben, dass eben die Verschwörung diesmal der Medizin oder der Physiker nicht ausreicht, um diese Beschwerden und diese effektiv beseitigen oder die Bedenken zu beseitigen. Aber bei mir ist es eben weder eher diese objektbezogene Reklamation, die mich erreicht und nicht die gesellschaftspolitische. Wenn ich hier schnell nachhaken darf, Sie haben eben gesagt, Sie möchten das nicht lächerlich machen, weil im Phantomschmerzen sind auch Schmerzen. Wie gehen Sie damit um? Wie versuchen Sie hier, ich sage jetzt mal, dieser Polarisierung entgegenzuhalten als Stadtpräsident in Ihrer Gemeinde? Ja, ich glaube, da gibt es nur eines. Man muss versuchen, das zu reduzieren auf Beispiele, wo bereits eben 5G funktioniert, auf Hinweise auf die Einführung von 4G etc. und auf die Relativierung der auch dort bestandenen Ängste. Das ist, glaube ich, man muss sachlich bleiben, man darf eben nicht lächerlich machen und man darf auch nicht ähnlich generell argumentieren, sondern mit konkreten Beispielen.
Das ist übrigens auch die Strategie von Bundespräsidentin Sommaruga, die vor kurzem angeführt hat, sie möchte im Moment die Schwellenwerte nicht erhöhen. Sie muss zuerst und will zuerst das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen, weil ohne dieses Vertrauen gibt es weiterhin Tausende von Einsprachen und verunsicherte Baubehörden auf der kommunalen Ebene. Und das führt letztlich zu einer Verzögerung. Aber das Vertrauen ist nicht messbar. Man kann nicht sagen, jetzt ist das Vertrauen zu 80% hergestellt, zack, wir legen los. Das muss erarbeitet werden und sich dann bestätigen lassen durch eine abnehmende Zahl von Einsprachen bei entsprechenden Projekten. Auf die Baugesuche kommen wir nachher sicher noch im Detail zu sprechen. Frau Schlatter, wenn ich noch mal kurz auf Sie zurückfragen darf. Bei Ihnen, Sie haben gesagt, eben gewisse Anfragen sind eher oberflächlicher Natur. Wie gehen Sie damit um, um diese Polarisierung irgendwie Einhalt zu gebieten? Ja, also ich denke, unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker ist es natürlich schon auch, diese zum Teil sehr schwierigen Probleme oder Gesetze auch in die Bevölkerung zu tragen. Also ich verstehe das auch immer so, dass es ein Auftrag ist, hier auch etwas Aufklärung quasi zu betreiben und halt auch mit den Leuten zu sprechen und schon auch in aufzuzeigen, wo dass man steht politisch im Prozess und welche Möglichkeiten das sie haben und dass es transparent abläuft und dass es offen abläuft. Also mehr im Sinne der Aufklärung versuche ich damit umzugehen. Aber es ist tatsächlich nicht immer sehr einfach. Ich teile da die Ansicht mit Kurt Fluri ein bisschen, dass es natürlich Leute gibt, die sich sehr schnell oder die sehr schnell Angst haben, aber grundsätzlich glaube ich auch, dass man diese 5-10% der Bevölkerung, die von sich sagen, dass sie elektrosensitiv sind, auch ernst nehmen muss und dass wir eben im Sinne des Vorsorgeprinzips auch den Auftrag haben, vorsichtig umzugehen mit der Strahlenbelastung der Bevölkerung. Herr Hengartner, wenn ich Sie fragen darf, eben Elektrosensibilität, da gibt es ja unzählige Studien, die eigentlich der großen, überwältigenden Mehrheit zeigen, dass es das nicht gibt. Wie gehen Sie als Wissenschaftler damit um? Wie finden Sie, würden Sie ebenfalls vorschlagen, sozusagen diese Sorgen ernst zu nehmen? Oder würden Sie eigentlich eine harte Haltung bevorzugen, wo man sagt, es gibt Wissenschaft und es gibt Nichtwissenschaft und wir dürfen das nicht vermischen? Wie sehen Sie das als Vertreter der Wissenschaft? Also als Wissenschaft wissen wir, dass Wissen nie absolut ist und dass wir morgen vielleicht etwas Neues wissen. Man muss also immer sehr, sicher nicht arrogant mit Wissen umgehen. Ich teile die Meinung der Politik. Wir müssen diese Sorge ernst nehmen, auch wenn die Angst unbegründet sein würde. Die Angst ist real. Menschen, die Ängste haben, die Besorgnis haben, man muss irgendwie in Diskussion sehen, wie wir diese Ängste so gut es geht auch aufnehmen können und beiseitigen können, sei es durch technologische Mittel, sei es durch soziale Diskussionen und sei es eben durch Grenzwerte, die aus rein Wissenschaftler sind, sorgfältig sind. Aber nochmals, wir müssen als Gesellschaft vorwärts machen, also eine reine Technologisierung. Wir sind ja keine Technokratie, sondern eben eine Demokratie. Und Wissenschaft ist Teil dieser Demokratie und wird auch diesen Weg unterstützen. Ja, da würde ich gerne einhaken. Wir sind eine direkte Demokratie vor allem auch und sehr föderal organisiert. Und eventuell ist das ja auch ein Grund. Da möchte ich nachher die Politiker noch mal fragen. Aber zuerst, Frau Janik, Sie sind ja jetzt sozusagen in Deutschland und in der Schweiz. Sie haben so eben den Sprung eben zur CEO Deutschland gemacht. Und was auffällt in den Studien ist, dass in Europa die Schweizer am 5G kritischsten sind, zusammen mit den Belgiern. Und in der Schweiz kommt auf jeden 5G-Gegner nur 2 Befürworter. Und im europäischen Durchschnitt sind es, um exakt zu sein, 5,5 Befürworter im Durchschnitt. Sehen Sie das auch, jetzt zum Beispiel im Vergleich mit Deutschland? Und wo sehen Sie die Ursachen und was könnte da die Schweiz machen, um eben, wie jetzt Herr Hengartner gesagt hat, trotzdem vorwärts zu machen oder vorwärts machen zu können? Das ist in der Tat eine sehr interessante Frage und ich kann jetzt nur meine persönliche Meinung dazu kundtun. Ich glaube in der Tat, dass durch die
direkte Demokratie und auch durch die Nähe zwischen dem Servicepublik, dem Bürger, der Dialog anders stattfindet und natürlich Ängste, die geäußert werden und die auch ernst genommen werden müssen, natürlich sofort auch Widerhall finden. In großen Ländern ist es sehr schwierig, sich zu äußern und jemanden zu finden, der diese Angst sozusagen sofort aufnimmt und etwas zurückspielt. Also ich denke, das ist der direkten Demokratie, der Konsensorientierung der Schweiz und auch diesem pragmatischen Umgang geschuldet, wo Feedback ja sehr stark gegeben wird und auch wieder zurückgespielt wird, was die Schweiz machen kann. Ich denke, es ist sehr wichtig, zum einen diese Dinge ernst zu nehmen, zum anderen natürlich sprachlich auch darauf zu achten, mit welchen Worten man umgeht. Und es gibt ja viele, die ASUT hat zum Beispiel ja ein wunderbares Papier gemacht zum Faktencheck 5G, wo genau eben diese Ängste, diese diffusen Ängste auch nochmal beantwortet wurden, das Ganze faktenbasiert. Aber ich glaube, persönlich gesehen ich war einmal bei der Arena zu diesem Thema und was ich da gespürt habe, ist einfach dieses Wort Strahlung. Ja, das wird sofort assoziiert mit Röntgenstrahlen, mit atomarer Strahlung in irgendeiner Weise. Das heißt, die Wortwahl, ich glaube, wir müssen noch viel präziser kommunizieren und natürlich aufklären und ernst nehmen. Es gibt wunderbare Inhalte dafür, weil wir werden sonst nicht alle mitnehmen. Und ich denke, es muss auch in der Zukunft, auch in der Schule und in jedem Bereich noch viel stärker unsere Beurteilungsfähigkeit als Bevölkerung, die muss insgesamt gestärkt werden zu diesen Themen. Und das Wort Strahlung ist glaube ich, da ein Unwort im Zusammenhang mit 5G. Mhm, mhm. Vielleicht ganz schnell nochmal zum Einleitend von Ihrem Statement haben Sie gesagt, eben die Schweiz ist partizipativer, direkte Demokratie. Das war ja schon immer so. Und trotzdem hat man manchmal das Gefühl, mit 5G ist jetzt hier eine Wissenschaftsskepsis, hat Einzug gehalten, die man vorher nicht so gekannt hat. Aber vielleicht täuscht dieses Befinden. Und da möchte ich Herr Fluri kurz fragen, weil er eben schon seit 25 Jahren jetzt in einem politischen Amt nah an der Bevölkerung ist in Solothurn, ob er hier einen Wandel bemerkt hat oder ob das schon immer so war. Also ich glaube, dass sich die Geschichte bewegt sich ja nicht einfach rein repetitorisch, aber auch nicht einfach linear. Und eines ist langfristig erkennbar mit der Technik oder die Akzeptanz und die Beliebtheit der Technik ist nicht immer gleich hoch. Da gibt es eine gewisse Schwankung. Und ich habe den Eindruck, dass nach einem Technikschub praktisch unabänderlich eine gewisse Technik-Skepsis Einzug hält als Reaktion. Mhm. Aber auf diese Reaktion folgt normalerweise wieder ein Wandel in Richtung Technik-Akzeptanz. Mhm. Wir sind jetzt möglicherweise in einem Tal bezüglich der Technik-Akzeptanz. Und es ist so, als ich begonnen habe 1993 als Stadtpräsident, war erstens dieses Thema natürlich noch nicht so akut auf dem Tisch, aber damals herrschte ein größerer und optimistischer Fortschrittsglaube punkto Technik. Das war so. Denke auch an die Energiefrage, die Atomenergie und so weiter, die war lange die Lösung in der Energiepolitik. Dann kehrte das um in Richtung eher Verteufelung aus meiner Sicht. Auch nicht immer sehr rational, aber das sind so Hinweise. Oder denken wir an die Einführung des Automobils, an die Einführung der Eisenbahn. Das ist zwar schon lange her, aber es gab eine ähnliche Entwicklung. Primär Abwehr, dann benutzte man das immer mehr und dann wurde es akzeptiert.
Und ich habe den Eindruck, dass Werte auch mit 5G so gehen. Okay. Ich habe allgemeines Nicken in der Runde vernommen auf allen Videos. Deshalb gehe ich jetzt einen Block weiter. Wir wollen ja noch um die allgemeinen Rahmenbedingungen sprechen, weil die sind in der Schweiz um diese drei Staatsebenen herum aufgebaut, also Bund, Kanton und Gemeinde. Und wir haben gehört von Frau Schlatter, es gibt verschiedene Volksinitiativen, es gibt auch zwei Standesinitiativen, die hängig sind zum Thema. Und von Herrn Netzle haben wir gehört, dass gewisse Kantone in einer, sagen wir mal, rechtlich fragwürdigen Art und Weise ein Moratorium auf ihrem Gebiet ausgesprochen haben. Und dann auf letzter Ebene, auf der Gemeindeebene, sind unzählige Einsprachen hängig gegenüber Antennenprojekten. Und grundsätzlich wäre die Verteilung, die Aufgabenverteilung im Gemeinwesen klar. Der Bund, der vergibt die Frequenzen und setzt die Grenzwerte, diese sogenannte nicht ionisierende Strahlenschutzverordnung, die NIS-V. Der Kanton überwacht das, macht das Monitoring und überwacht die Einhaltung, und die Gemeinden übernehmen eigentlich nur diese Baugesuche, das Baurechtliche, wo es um das Ortsbild und solche Dinge geht. Jetzt ist das eigentlich klar aufgeteilt und trotzdem funktioniert das irgendwie momentan nicht so. Frau Schlatter, wie sehen Sie das? Sie sind ja in der KVF, da diskutiert man diese Themen sicher intensiv. Glauben Sie, wir müssen hier was institutionell anpassen, damit wir künftig eine solche Infrastruktur, die für den ganzen Bund wichtig ist, anders ausrollen können? Ja, also grundsätzlich glaube ich, die Probleme, die man hat, dass man eben zum Beispiel keine Bewilligungen kriegt für Antennenstandorte oder mit sehr vielen Beschwerdeträgern konfrontiert ist, diese Probleme sind ja eigentlich nur Symptom dafür, dass es eine allgemeine Verunsicherung gibt. Und vielleicht doch noch zwei Worte zuvor. Also wenn man über die Wortwahl spricht, muss man schon auch schauen, oder diese Wortwahl der Angstmacherei, die von Seiten der Telekom-Anbieter halt auch ein bisschen bemüht wird. Auch heute höre ich das wieder, oder die Schweiz wird abgehängt, keine Innovation ist mehr möglich und so. Und also das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Man muss schon sehen, dass das iPhone, das erste 5G-kompatible iPhone, ist jetzt Oktober, November rausgekommen. Also so abgehängt sind wir schon noch nicht. Oder zum Beispiel auch, dass die Behauptung, dass alles sicher ist und man alles weiß, dem ist einfach nicht so. Also im Hochfrequenzbereich sind die gesundheitlichen Auswirkungen oder die Auswirkungen auf Insekten noch nicht wirklich erforscht. Da weiß man das einfach nicht. Und also auch da auf dieser Seite, finde ich auch, muss man ein bisschen aufpassen von beiden Seiten her. Und das ist Symptom. Und jetzt ist die Frage, ist ja, müssen wir an dem politischen System oder an den Ebenen etwas ändern? Und das finde ich eigentlich gerade nicht. Ich glaube, wenn wir, wenn die Aufklärung funktioniert, wenn das Vertrauen, dieses wichtige Wort, wenn das Vertrauen zurückgewonnen ist, dann werden sich diese anderen Probleme, wenn man so will, auch lösen. Und ja, unsere Demokratie ist vielleicht ein bisschen anstrengend manchmal, wenn man so sagen will, aber ich glaube, es ist das beste System, das wir haben können. Und ich würde mich dagegen wehren, dass man hier einer Ebene die Rechte nimmt. Herr Fluri, Sie sind natürlich auf zwei Ebenen aktiv. Wie sehen Sie das? Würden Sie manchmal sich wünschen als Stadtpräsident, dass diese Antennen eigentlich Kantons- oder Bundessache wären? Oder sind Sie wie Frau Schlatter der Meinung, dass das ein institutionelles Rahmenwerk ist, das gut geeignet ist und sogar als, wie Frau Schlatter genannt hat, als vertrauensbildendes und gewissermaßen bremsendes Element funktioniert? Also ich bin der Meinung, dass das geltende Rechtssystem richtig ist. Wir können nicht 2300 eigene Messmethoden entwickeln oder Grenzwerte festlegen. Es fehlt häufig am politischen Zivilcourage der Behörden. Muss ich mal leider meinen Kolleginnen und Kollegen sagen. Die Baubehörden werden gewählt in der Regel und natürlich die Gemeindepräsidenten. Und wenn sich massiver Widerstand regt, dann kommen diese Baubehörden oftmals zum Ausweg eines Moratoriums. Letztlich ist das aber eine Rechtsverweigerung und die Anlagebetreiber haben dann das gerichtlich anzufechten und erhalten eigentlich immer Recht. Wenn die Ausschreibung, die Baubewilligungskriterien vorhanden sind, dann muss eine Baubehörde bewilligen.
Und da können Sie nicht Rücksicht nehmen auf emotionale Einwände oder Ängste. Das gibt ganz klare Bedingungen. Und da muss eben die Baubehörde das in Kauf nehmen, dass sie unter Umständen unbeliebt ist. Aber im Interesse des Rechtsstaates muss das passieren. Und wir können nicht anstelle der Bundesvorschriften und der Bundesmessungen können wir nicht eigene Grenzwerte festlegen. Deswegen flüchten man dann oft in Moratorien. Das ist aber weder nötig noch sachgerecht. Im Gegenteil, es ist rechtsstaatlich bedenklich und unhaltbar. Und deswegen bin ich immer der Auffassung, man muss diese Anlagen bewilligen, sofern sie bewilligungsfähig sind. Dann ist es Sache der Einsprecher, der Beschwerdeführer, das durchzufechten. Aber die Baubehörde darf sich nicht zum Fürsprecher dieser eben irrationalen Bedenken machen. Es gibt übrigens auch Möglichkeiten, mit einer bloßen Bagatelländerung 5G einzuführen. Mit der Vergabe von neuen Frequenzen ist das möglich. Technisch fragen Sie mich nicht, wie das geht. Offenbar ist es so. Und Bagatelländerungen brauchen keine Baubewilligung. Es braucht nur eine eigentliche Änderung, brauchen Baugesuche. Und da wird dieser Spielraum oft nicht ausgenutzt. Jetzt haben wir die beiden Politiker gehört, die sich natürlich mit diesen Institutionen auseinandersetzen. Möchte ich gern Herr Hingartner und Frau Janik fragen, mit einem frischen Blick von außen auf dieses Geflecht, was denken Sie dazu? Jetzt auch vielleicht mit einer Deutschlandperspektive, dass gewisse Dinge einfacher gehen würden? Oder jetzt aus der Wissenschaft, wenn Sie hören, es wird dann eh jedes Gesuch abgelehnt, jeder Rekurs wird abgelehnt, weil das im Gesetz so ist. Vielleicht aus wissenschaftlicher Sicht, wie würden Sie dieses institutionelle Rahmenwerk beurteilen? Vielleicht Frau Janik zuerst. Ja, ich denke, es ist einfach das institutionelle Rahmenwerk, was wir haben. Und Herr Fluri hat ja sehr schön dargelegt, wie sozusagen die rechtsstaatliche Struktur funktioniert und was sie vorsieht. Und ich denke, wie alle, ich sag mal, etwas diffusen und vielleicht komplexeren Themen in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, braucht es natürlich ein bisschen Zeit. Und da gibt es Reaktionen, die am Ende sehr menschlich sind, die etwas zu tun haben. Traue ich mich hier eine Entscheidung zu treffen? Warte ich vielleicht, bis ich dazu gezwungen werde über ein Gericht? Selbstverständlich könnte alles leichter gehen, aber ich denke, angesichts auch der sehr vielen Fragestellungen, die sich ja um Technologie ranken, und es gibt ja auch in der Geschichte vom Maschinensturm bis auch auf die Themen, die damals mit der Einführung des Automobils in Graubünden, ich denke, wir haben so viele Beispiele in der Geschichte, wo Menschen sehr menschlich reagiert haben. Insofern denke ich, da die Institutionen oder die Zuständigkeiten, die ja klar geregelt sind, zu hinterfragen, bringt uns aus meiner Sicht da nicht weiter in der Diskussion. Ja, Herr Hengartner, mit Ihrem Votum vorher für sozusagen wissenschaftliche Demut auch, nehme ich an, Sie pflichten hier bei oder würden Sie gern den Rahmen so ausgestalten, dass es schneller vorwärts gehen könnte? Nein, ich habe sehr wenig dazu noch beizufügen. Ich pflichte Herrn Fluri, Frau Schlatter, Frau Janik bei. Nur wie jetzt in diesem Beispiel das System ein bisschen nicht optimal läuft, kann man nicht das System ändern. Die Schweiz funktioniert grundsätzlich sehr gut mit diesem dezentralen föderalen System. Und manchmal ist es halt ein bisschen schwieriger, manchmal ein bisschen einfacher. Wir können nicht das Grundgesetz oder das Grundsystem ändern für eine Punktproblematik, die Frau Janik richtig gesagt hat, Herr Fluri hat es auch erwähnt, früher oder später ganz sicher auch hinter uns sein wird. Ja, jetzt leider sind wir digital. Wenn wir physisch vor Ort wären, würde ich Herrn Netzle in der ersten Reihe, den Referenten, anschauen. Und ich vermute, dass er unruhig hin und her rutscht, weil das ja eigentlich sein Thema ist. Wie verfolgen Sie das jetzt? Was denken Sie dazu als Regulator? Also ich gebe meinen Vorrednern recht, wegen eines Themas würde ich jetzt auch nicht an den Institutionen anfangen rumzuschrauben. Die haben sich in so vielen Umständen bewährt und das ist jetzt nun mal unser Naturell. Wir funktionieren so und ob das andere Länder auch würden, das muss man gar nicht fragen. Bei uns ist es so und wir funktionieren so. Natürlich würde man sich
wenn man unmittelbar betroffen ist, wünschen, dass man vielleicht die Einspracherechte reduzieren könnte und so. Aber am nächsten Tag gibt es ein anderes Thema, da bin ich vielleicht froh, dass ich gegen ein Hochhausprojekt in meiner Nachbarschaft protestieren kann. Also von dem her würde ich jetzt nicht das System über Bord werfen. Das System beruht aber darauf, dass die einzelnen Ebenen einander respektieren und kooperieren. Und das ist halt menschlich, das scheint mir im Moment nicht überall zu funktionieren. Ich mache den Gemeindebehörden den allerkleinsten Vorwurf. Die sind verunsichert. Was soll jetzt der Bauvorstand der Gemeinde XY wissen, wie das mit der Strahlung und mit dem und wie das alles? Klar ist er nicht zuständig, aber er hat seine ganze Gemeinde im Rücken. Die sagen, Gottsner, du darfst da nichts machen. Und wie soll er das beurteilen können, wenn die entsprechenden Leitlinien fehlen? Die sind einfach nicht da und er wartet darauf. Also ich würde jetzt das System nicht kritisieren, sondern die Umsetzung, das Zusammenspiel. Und was ich noch sagen möchte, das System kann natürlich auch nicht missbraucht, aber auch wirklich zu seinen Gunsten ausgenutzt werden. Und das scheint mir im Moment ein bisschen, das erleben wir halt, weil die Diskussion doch ungewöhnlich stark ideologisch geführt wird. Bei 4G hatten wir das weit weniger und bei 3 noch weniger, obwohl da eigentlich mehr passiert ist bezüglich der Technologiewandel. Ideologisch laut, ungefiltert und ungeprüft. Und das ist eigentlich das Markenzeichen für die Social Medias. Das macht das Ungefilterte, wenn Sie vor 20 Jahren das über die klassischen Medien hatten, wo das kommentiert und in den Zusammenhang gestellt wird, dann kommt es reflektierter daher, behaupte ich jetzt mal als alter Mann. Aber heute, wo jeder auf den Knopf drücken kann und eine Theorie verbreiten kann, die man dann eigentlich auf der gleichen Ebene wahrnimmt wie eine qualifizierte Stellungnahme von Herrn Henkartner. Das ist doch die Gefahr und das ist die Anforderung an die Behörden, dass sie damit umgehen und hier sortieren können. Herr Fluri kann das zum Glück, er hat das vorhin gerade gemacht, aber das können nicht alle. Ja, also schon fast ein medienpolitisches Problem. Aber wir wollen jetzt nicht das Podium öffnen für Social Media, aber doch fürs Publikum. Es ist doch schon 2:30 und wir möchten dem Publikum die Gelegenheit geben, hier Fragen zu stellen. Wie gesagt, Sie können die Hand hochhalten, das ist dieser Icon oben im schwarzen Balken, oder Sie können in die Chat-Funktion nutzen und Ihre Frage direkt reinschreiben. Jetzt bin ich gespannt. Es braucht wahrscheinlich jetzt einige, die sich in die Maus wiederfinden. Bin überzeugt, dass es Fragen gibt. Außer 5G ist sehr unemotional plötzlich geworden, wer weiß. Ja, hier ist super. Darf ich? Genau. Wenn Sie sich ganz kurz vorstellen könnten, damit wir alle wissen, wer Sie sind, und dann the floor is yours. Ich nehme an, ich bin gemeint. Sie hören mich? Ja. Okay, Matthias Michel, ich bin wie Frau Schlatter und Herr Fluri auch gesetzgeblich tätig, sitze im Ständeratssaal vom Ständerat des Kantons Zug. Ich habe 2 Punkte. Das eine ist mehr eine Anregung und das andere ist eine Frage. Die Anregung. Interessant ist ja, dass 5G, es wurde am Anfang kurz gesagt, ja für Anwendungen nützlich ist, die der Gesundheit dienen. Ja. Medizinaltechnik wurde genannt. Ich denke aber noch weiter, Landwirtschaft. Ich habe gestern in einem Radio eine Emission gehört, da gab es eine findige Unternehmung in Yverdon, die macht Geräte für Pflanzenschutzmittel, und da statt dass da 100% Pflanzenschutzmittel einfach gießkannenmäßig verstreut werden, wird mit Digitaltechnik werden die Schädlinge erkannt auf dem Feld und wird dort dann das Mittel angewendet, ganz gezielt. Und am Schluss hieß es dann auch, aber dafür braucht es 5G. Ja. Und wahrscheinlich findet man dieselben Leute, die Angst haben vor 5G aus gesundheitlichen Gründen, nehme ich jetzt mal an, sind dieselben Leute, die auf die Straße gehen, zu Recht auch wegen Pestiziden, Trinkwasserschutz.
Und man könnte das wahrscheinlich verlängern für Energieeffizienz, für Klimaschutz, überall dort, wo es innovative Lösungen braucht, um diese Gesundheitsanliegen zu stärken, braucht es wahrscheinlich 5G. Und ich fände es wichtig, dass man das in diesem Kontext viel mehr betont. Es wurde ja gesagt, wir brauchen es nicht für unsere Videos, oder? Und Games. Aber wir können das in der Regel als Regulator nicht bestimmen. Wir machen das ja technologieneutral. Aber einfach als Anregung, für mich wäre das wichtig, auch als Konsument zu wissen, wo will ich davon abhängig sein, weil es mir nützt in der Gesundheit. Und unter dem Strich nützt es mir vielleicht dann mehr als meine Befürchtungen, sage ich jetzt mal, wegen der Strahlung. Das als Input. Meine Frage noch, regulatorisch wird der Grenzwert geregelt, aber der Punkt der gemeinsamen Nutzung der Antennen, das würde mich wundern nehmen, kann und soll der Regulator hier auch eingreifen, die Art und Weise, wie dann diese Strahlungspunkte oder Antennen genutzt werden, gäbe es hier noch einen Hebel, der nützlicherweise eingeführt werden kann, wenn es freiwillig nicht passiert? Das als Frage. Danke. Da gebe ich gleich an Herrn Nexler. Ja, wir sind im Moment daran, auf Anregung von Neubundespräsident oder bald Bundespräsident Barmener eine Art ein Kochbuch zu schreiben, wie das genau umgesetzt werden soll. Wir haben eine Bestimmung im Fernmeldegesetz, wo man die Betreiber sogar jetzt schon zwingen könnte. Das ist aber nicht nötig, weil die würden das sehr gerne machen. Weil die gemeinsame Nutzung von Antennen bringt erhebliche Kostenersparnisse. Es muss nur eine Zuleitung gemacht werden, elektrisch muss nur eine gemacht werden. Es ist viel einfacher, an einem Ort zwei Kästchen aufzuhängen, als zwei neue Antennen zu bauen. Das allein macht eigentlich den Zwang überflüssig. Ich würde das auch nicht über den Zwang lösen, weil je nach Netzwerkarchitektur ist es vielleicht auch nicht unbedingt sinnvoll. Es kommen sehr viele zusätzliche Hürden, zum Beispiel der Mietvertrag des Hauses, wo die Antenne draufsteht. Das können Sie mit einem Zwang auch nicht aushebeln, dass eben halt dieses Verhältnis zuerst gelöst werden muss. Also ich denke, wir haben gerade eben eine Umfrage unter den Betreiberinnen gemacht, genau zu diesem Thema. Und die sind grundsätzlich bereit. Sie sagen, wenn wir nur nicht teilen müssten, weil jetzt habe ich eine Antenne, ich strahle mit X. Wenn ein zweiter drauf kommt, da kann ich nur noch mit X durch 2 strahlen. Dann habe ich weniger Kapazität auf meiner Antenne. Das ist demotivierend. Darum suchen wir nach Möglichkeiten, wie können wir hier einen Kompromiss finden, wo die Freiwilligkeit eben, ja, wo die auch sich bereit erklären, wir machen es. Machen würden Sie es gerne. Vielen Dank. Möchten Sie, Herr Michel, noch etwas dazu sagen oder sonst vom Podium jemand sich dazu äußern? Vielleicht auch zum ersten Punkt? Nein. Gibt es sonst Fragen aus dem Publikum? Natürlich eben auch an den Regulator, der natürlich auch anwesend ist. Ja, der Herr De Spindler, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Schießen Sie los. Ja, hallo. Ich wollte mich erkundigen, ob die neuere Technologie über die Satelliten, wie zum Beispiel das Starlink-Projekt, das Ganze dann wieder relativiert und vielleicht sogar ganz ersetzt. Wie realistisch ist das? Wie schnell kann das geschehen? Es gibt ja dort dann auch bald ein Angebot. Besten Dank. Das würde ich wahrscheinlich den Mitgliedern der KVF und auch dem Regulator übergeben. Wer möchte zuerst antworten? Vielleicht Herr Netzler, ja. Man hört Sie nicht. Ist noch stumm geschaltet. Sorry, da sind wir noch einigermaßen weit weg davon. Es kann durchaus einige Probleme lösen, es schafft aber neue. Ob es Sie wirklich Sinn macht, unsere Erde mit einem Satellitennetz einzupacken, das sind auch Fragen, die sich stellen werden. Aber der Fortschritt geht in diese Richtung und wir werden, aber ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, in den nächsten 5 Jahren beschäftigt uns das 5G noch wesentlich stärker als die Satelliten. Besten Dank. Ja, Herr Fluri.
Darf ich hier anknüpfen? Diese Frage ist noch nicht ins Innere des Parlamentsgebäudes gedrungen, meines Erachtens. Also wenn die ComCom sich noch nicht konkret damit befasst, dann ist das auch noch keine Aufgabe, mindestens nicht eine realistische Aufgabe des Parlaments. Bisher unbekannt. Vielen Dank. Jetzt ist eine Frage via Chat reingekommen von Frau Gall. Sie fragt, wie beurteilen Sie die Entwicklung der politischen Debatten um 5G? Sie haben alle davon gesprochen, man müsse die Gegner und Gegnerinnen ernst nehmen. Wie machen Sie das konkret und wie gehen Sie dieses Problem der Desinformation an? Und wie kann man die derzeitige Blockade generell relativ rasch umgehen, ohne dass das noch Jahre dauert? Das ist die Frage. Ich glaube, die gebe ich ans Podium als Ganzes. Wer möchte da etwas dazu äußern, sich dazu äußern? Vielleicht ganz kurz von meiner Seite. Wir haben uns als Unternehmen, aber auch mit insgesamt im Rahmen der ASUT sehr stark mit diesem Thema beschäftigt. Und es gibt dort eben exzellente White Paper, wirklich auch fast schon, ich würde sagen, wirklich ausführliche Antworten zu bestimmten Fragestellungen mit wissenschaftlichem Hintergrund. Also ich denke, wir haben sehr viel Material in den Verbänden, aber auch insgesamt. Ich glaube, es gibt auch eine Webpage zu dem Thema 5G. Was macht 5G in der Schweiz? Erklären, was 5G ist. Also ich glaube, da gibt es sehr viel Material. Und auch die Frage vielleicht auch von meiner Seite in die Runde, ist es noch zu komplex oder was müssen wir noch tun, um da einfach die Beurteilungsfähigkeit und zu stärken? Mhm. Vielen Dank. Weiß nicht, möchte sich Herr Hinger, Frau Schlatter, Herr Fluri. Ja, Frau Schlatter. Ja, vielleicht also doch noch mal der Hinweis auf die Volksinitiativen, oder? Man muss ja die nicht nur als mühsam anschauen, sondern man kann ja das auch als Chance anschauen, diese Debatte zu führen. Und hier wird sich ja auch ein bisschen Spreu von Weizen trennen. Es werden ja sicher nicht alle diese 5 Volksinitiativen zustande kommen. Das ist ganz klar. Und dann wird sich zeigen, vielleicht schafft es eine Initiative oder zwei, die vielleicht ein bisschen besser formuliert ist oder besser vernetzt ist. Und das ist ja dann auch quasi der Steilpass, finde ich, diese Debatte auch im Parlament und damit auch öffentlich zu führen. Und ich glaube, das braucht es einfach, oder dass diese Diskussion stattfindet. Und ja, und das ist in dem Sinn ja auch programmiert mit diesen Volksbegehren. Besten Dank. Sonst? Ich möchte Frau Schlatter hier zustimmen. Häufig ist es ja so, dass eben eine Volksinitiative gewissermaßen die Konzentration der diversen Fragen ist, auch ein Kulminationspunkt der politischen Diskussion. Wenn diese Frage, diese Initiative entschieden ist, dann ist für weite Teile der Bevölkerung die Frage geklärt, bis auf Weiteres, und man hält sich daran. Auf Stufe Parlament ist gegenwärtig nichts Relevantes hängig, meines Wissens. Wir hatten zweimal die Erfahrung gemacht, dass in unserer Kommission und im Nationalrat die Erhöhung der Anlagegrenzwerte gemäß NIS-Verordnung akzeptiert worden ist. Im Ständerat ist sie zweimal sehr knapp gescheitert, an einem oder zwei Stimmen. Und damit dürfte diese Frage auch vorerst nicht wieder auftauchen. Es war möglicherweise auch zu sehr konzentriert auf diese Anlagegrenzwerte. Und auf kommunaler Ebene bleibe ich meiner Position. Bewilligungsfähige Anlagen müssen bewilligt werden und es ist dann Sache der möglichen Beschwerdeführer, sich dagegen zu wehren. Aber wir dürfen auf kommunaler Ebene nicht beginnen, eigene Grenzwerte entwickeln zu wollen oder auf den Ausweg oder Umweg des Moratoriums auszuweichen. Besten Dank. Gibt es sonst im Publikum noch Fragen? Wir haben ja auch Journalisten und Journalistinnen eingeladen und ein Journalist von der NZZ, Stefan Heberli, konnte leider nicht teilnehmen, aber er hat eine Frage mir geschickt via E-Mail und die möchte ich jetzt noch stellen, weil ich finde die noch spannend. Und die geht an den Regulator, an Herrn Netzle. Er fragt, ob
es rückwirkend nicht sinnvoller gewesen wäre, diese ganze politische Diskussion abzuwarten und erst dann die Frequenzen zu versteigern. Im Sinne von, dann wissen eigentlich die Anbieter, was sie erhalten und man kann direkt starten, statt hier vorzupreschen in einem Bereich und dann nachher eben diese Hauruck-Übungen im Bezug mit den Ausführungsbestimmungen und mit den Grenzwerten, die dann nachgelagert zu führen. Da würde ich sogar im Nachhinein von hinten betrachtet sagen, nein, es war richtig, sofort loszugehen. Das mag mit meinem Naturell zusammenhängen, aber ich hätte das nie ausgehalten, hier sitzen und eine Diskussion zu führen, never ending story. Ich glaube, es ist gut, hat man die Frequenzen vergeben. Sie wurden ja auch schon eingesetzt. Es besteht ja schon noch nicht das 100%ig 5G-Netz, das man am Ende haben möchte. Aber man kann jetzt Erfahrungen sammeln, man kann jetzt zeigen, wovon man spricht, man kann jetzt mit den Entwicklungen anfangen, mit den Anwendungen. Würden wir jetzt einfach da sitzen und warten, bis die hinterste letzte Initiative durchgeackert ist, dann wären wir definitiv hinter San Marino und hinter weiß Gott wo in der Entwicklung der Netze. Nein, absolut. Ich stehe zur Meinung, auch wenn es etwas stürmischer zu und her geht jetzt, als ich mir das vorgestellt habe. Wie sehen das die Vertreter aus der KVF? Ja, also ich finde, diese Frage suggeriert ja etwas, dass die Telekom-Anbieter mit dem Erwerb der Konzession nicht gekriegt haben, was sie gekauft haben. Und ich finde, das ist schon nicht richtig. Also wenn man so eine Konzession erwirbt, dann finde ich, dann erwirbt man sie auf den bestehenden gesetzlichen Grundlagen. Und man darf nicht mit dem Erwerb einer Konzession davon ausgehen, dass alle Gesetze ausgehebelt werden und die Grundlagen alle ändern. Also das finde ich eine bisschen schwierige Diskussion. Ich denke auch, das war richtig so und dass es halt nicht so einfach ist mit diesen Antennenstandorten und so weiter. Das wussten die Telekom-Anbieter auch. Und von dem her finde ich das Verfahren eigentlich auch richtig, so wie es in Angriff genommen wurde. Ich kann mit dem anschließen. Und wenn die Anlagenbetreiber jetzt aus dieser Konzession ableiten, dass politischer Handlungsbedarf besteht, um dieser teuren Übung auch einen Ertrag gegenüberzustellen, so ist das rein buchhalterisch natürlich verständlich, aber man kann damit die politischen Abläufe nicht aushebeln. Vielen herzlichen Dank. Ja, wenn es dann noch Fragen aus dem Publikum gibt, würden wir noch mal eine aufnehmen. Und ansonsten scheint das Podium sehr informativ gewesen zu sein, keine Fragen aufgekommen zu sein. Dann würde ich mich hier ganz herzlich bedanken, sowohl beim Publikum für die Fragen, aber natürlich bei den Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmern und bei Herrn Stefan Netzle für sein Input-Referat. Das war sehr informativ und wir wollen natürlich auch ein Gastgeschenk überreichen. Das ist nicht ganz einfach in diesen digitalen Zeiten. Den beiden Teilnehmern vor Ort können wir das jetzt vor der laufenden Kamera übergeben. Die anderen werden das dann auf postalischem Weg erhalten. Vielen herzlichen Dank von unserer Seite. Jetzt hätte man eigentlich einen Applaus, aber ich muss es alleine machen. Vielen herzlichen Dank. Dann ein großes Merci an dieser Stelle natürlich auch an das Raiffeisen-Forum, das hier tatkräftig mitgewirkt hat, das die Lokalität zur Verfügung gestellt hat, an Herrn Talin Marino. Das war eine exzellente Kooperation und wir freuen uns auch Ihnen, den Teilnehmern, in Zukunft Anlässe anbieten zu können, dann auch wieder vor Ort hoffentlich. Ja, so bleibt es mir nur noch, Ihnen frohe Festtage zu wünschen, einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres 2021. Bleiben Sie gesund. Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Dankeschön. Besten Dank, Adieu. Danke miteinander. Danke wiedersehen miteinander. Schöne Weihnacht. Thank you.